Gehörst du zu den Menschen, die unter Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich leiden oder sogar Schmerzen in diesem Bereich haben? Dann probier doch mal diese paar Übungen, die du ganz einfach zwischendurch im Homeoffice oder im Büro praktizieren kannst. Bleib dran! Hallo, ich bin Bettina vom Soma-Institut und ich unterstütze dich gern, dass du bewegt und inspiriert bleibst. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch den Kanal und klick auf die Glocke. Ja, wenn wir an der Arbeit sind, besonders wenn wir einen sitzenden Beruf haben, dann braucht unser Schulter-Nackenbereich immer mal wieder eine Pause. Denn wenn wir am Tisch sitzen, dann tendieren wir dazu, dass unsere Schultern nach vorne geneigt werden, unsere Vorderseite verkürzt sich, vielleicht das Kinn nach vorne und schlussendlich sitzen wir so am Computer und atmen nicht mehr tief. Und deshalb präsentiere ich dir hier ein paar Übungen. Du kannst auch gleich mitmachen. Eine kurze Praxis, die wunderbar ist, um sie zwischendurch im Alltag einzufügen. Schau mal, wie es auf dich wirkt und ich freue mich auf die Kommentare dazu. Für eine andere Pause im Arbeitsalltag kann ich dir auch wärmstens unser Bellicon-Training empfehlen. Denn da hast du noch die Schwingung dazu des Mini-Trampolins und auch das wirkt sich sehr wohltuend und entspannend auch auf unseren Schulter-Nackenbereich aus. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß. Setz dich aufrecht auf den Stuhl, auf die Vorderkante, beide Füße auf den Boden. Einatmen, Arme über den Kopf und ausatmen durch den Mund, Arme wieder runter. Einatmen, Arme zur Seite hoch, verschränk die Hände und streck dich zum Himmel. Lange Rumpfseiten, atme ein und aus. Und dann streck dich nochmals mit gelösten Händen. Mit der nächsten Ausatmung dreh dich nach rechts. Linke Hand auf der Außenkante des rechten Oberschenkels einhängen und so den Widerstand nutzen, um deinen Rumpf nach rechts zu rotieren. Und dann wieder aufdrehen. Nächste Einatmung, Arme über den Kopf. Und ausatmen, Rotation nach links. Nur mit der rechten Hand auf der Außenkante des linken Oberschenkels einhängen. Die rechte Schulter nach hinten öffnen. Erhobenes Herz, langer Nacken. Weiter atmen. Und dann mit der Einatmung wieder zurück in die Mitte. Ausatmen. Einatmen, nimm die Arme über den Kopf und ausatmen ebenfalls durch die Nase. Dann öffne die Knie etwas, sodass du deinen rechten Ellbogen auf den rechten Oberschenkel ablegen kannst und somit die linke Hand, den linken Arm über den Kopf schieben, mit der Handfläche nach unten gerichtet. Atme in deine Seite ein und aus. Dann wieder die Stellung lösen und auf die andere Seite. Linker Ellbogen aufsetzen auf dem Oberschenkel und mit dem rechten Arm übers Ohr schieben, sodass sich die Zwischenrippenmuskulatur öffnen und weiten kann und dann die Stellung wieder lösen. Setz dich jetzt so hin, dass du hinten freien Raum hast, verschränk die Hände, beug die Ellbogen und schieb die Arme hinten weg von deinem Kreuzbein und erheb das Herz, sodass du in eine leichte Rückbeuge kommst für diesen Schulter- und Herzöffner. Atme ein und aus und dann löst die Stellung wieder. Einatmen, Arme über den Kopf und dann die Hände auf die Schultern legen. Die größtmöglichsten Rotationen mit den Ellbogen nach hinten unten. Beim Einatmen heben wir die Ellbogen und beim Ausatmen nach hinten unten. Mach das ein paar Mal
Auch die Wirbelsäule kann sich da mitbewegen. Und dann mach Fäuste, um die Schultern zu stabilisieren mit deiner Kraft. Zieh also die Ellbogen runter Richtung Hüftknochen und schieb deinen Scheitel hoch in den Himmel. Langer Nacken. Atme ein und aus und mit der nächsten Ausatmung dreh den Kopf nach rechts. Rotation einfach so weit, wie es geht. Die Schultern sind stabil. Atme weiter ein und aus und mit den Augen kannst du ganz gut auch in die Augenwinkel schauen. Nun noch zur anderen Seite. Atme gleichmäßig ein und aus. Schau ganz in die Augenwinkel nach links. Atme weiter, der Scheitel strebt immer zum Himmel. Der nächsten Einatmung wieder zur Mitte zurück und jetzt nur 45 Grad wieder zur rechten Schulter. Nimm die linke Hand über den Kopf zum Ohr und schieb dein Ohr Richtung linkes Knie und schau, ob dieser Strang hier deines Trapezmuskels jetzt gerade auf seine Rechnung kommt und hilft dann mit der linken Hand den Kopf wieder aufzurichten. Blick zur anderen Seite 45 Grad, mit der rechten Hand über den Kopf zum Ohr greifen und dann den Kopf so schräg Ohr Richtung rechtes Knie runterschieben. Aber die linke Schulter bleibt ganz stabil. Dank der Faust und des Ellbogens, die nach unten ziehen. Atme ein und aus und dann mit der rechten Hand wieder helfen, den Kopf aufzurichten. Und jetzt bringen wir das linke Ohr Richtung linke Schulter, den Kopf also ganz seitlich. Mit der linken Hand wieder zum Ohr fassen und falls die Spannung ein bisschen nachlässt, dann einfach einen Millimeter weitergehen. Gleichmäßig atmen. Hilf mit der linken Hand, den Kopf aufzurichten. Und dann das rechte Ohr nach rechts. Und wieder mit der Hand über den Kopf. Und hilf hier wieder in die Seite zu dehnen, indem du mit der Hand einen sanften, achtsamen Zug gibst. Hilf mit der rechten Hand, den Kopf wieder aufzurichten. Und jetzt ganz locker, wie eine Eule, hin und her ein paar Mal. Und jetzt neige dein Kinn Richtung Brustbein. Von der Seite sieht das so aus. Wir bleiben aufrecht in der Wirbelsäule, im Speziellen in der Brustwirbelsäule. Und es muss ein Doppelkinn geben. Dann nimm deine Hände von vorne her über den Kopf. Schieb deinen Hinterkopf Richtung Himmel, Brustbein zum Kopf hoch und Kinn zu deinem Kehlkopf. Und dann atme ein und aus und es darf ruhig ein bisschen brennen hinten am Nacken, weil die Muskeln hier jetzt Weite erfahren. Und dann einatmen, Kopf wieder heben. Nun gehen wir ins Gegenteil. Du hebst also dein Kinn Richtung Himmel, schiebst die Nase Richtung Himmel und es geht nicht darum, den Kopf in den Nacken zu werfen, sondern den Hals lang zu behalten. Und atme in diese Dehnung an der Vorderseite des Halses ein paar Mal ein und aus und heb dann den Kopf wieder und schau, was ist jetzt zu spüren an deinem Hals, auf der Rückseite des Halses. Nun schieb deinen Stuhl auf die Seite. Nimm die rechte Hand an die Wand. Schau, dass die Hand auf etwa Schulterhöhe ist. Und deine rechte Rumpfseite ist
bei der Wand. Dreh jetzt die rechte Rumpfseite nach vorne und die linke Rumpfseite weg von der Wand. Atme ein und aus. Und dein rechter Fuß ist ein bisschen vor dem linken Fuß. Schau auch, dass du die Knie leicht gebeugt hast, dass du aufrecht im unteren Rücken stehst. Dann löst die Stellung und betrachte den Unterschied zwischen deiner rechten und linken Schulter. Dann nimmst du deine linke Hand an die Wand, linke Rumpfseite zur Wand, linker Fuß ein bisschen vorgestellt, Becken nach hinten unten fallend. Schieb deine linke Rumpfseite nach vorne und die rechte Schulter zurück. Vielleicht dehnt es bis in deinen Brustmuskel. Atme ein und aus. Ein wunderbarer Schulteröffner. Gleichmäßige Atmung. Und um die Stellung zu lösen, ganz sorgfältig etwas von der Wand weg und Arm runternehmen. Und dann nochmals hineinspüren, was hat sich verändert? Wie frei stehst du jetzt da? Wie offen fühlt sich dein Herzraum an? Und dann nimm die Hände hoch in Kaktusposition. Linker Ellbogen auf rechten Ellbogen stellen. Und dann lass die Unterarme Richtung Himmel steigen und zieh die Schultern etwas zurück und lass sie sinken. Häng die Hände einfach so ein, wie es für dich möglich ist. Und dann die Stellung wieder lösen. Kaktusposition und den rechten Ellbogen auf linken stellen. Du kannst auch hier am Daumen festhalten. Oder auch die Handrücken aufeinander legen, falls du nicht einhängen kannst bei der anderen Hand. Unterarme steigen, Nacken ist lang, Schultern zurückziehen und etwas sinken lassen. Gleichmäßig atmen, langsam ein und lange aus. Und wenn du die Dehnung an der Oberkante der Schulterblätter spürst, dann bist du genau am richtigen Ort. Langsam die Stellung lösen. Dreh ein paar Mal deine Schultern nach hinten unten. Und dann stell dich nochmals in der Bergposition hin. Füße parallel, hüftgelenksweit und du aufgerichtet mit dem Scheitel Richtung Himmel, breite Schultern. Wie fühlt es sich jetzt an in deinem Schulter- und Nackenbereich? Ja, ich hoffe, die Übungen haben dir gut getan und du spürst den wohltuenden, befreienden Effekt. Falls du Beschwerden hast, dann praktiziere diese Übungen möglichst täglich und sonst ab und zu im Alltag einbauen. Wenn du jetzt eine Pause an der frischen Luft brauchen kannst, dann kann ich dir auch wärmstens unser Training in der Natur-Video empfehlen. Denn frische Luft bringt noch einmal auf einer anderen Ebene wirklich Großartiges für unser Wohlbefinden. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao!